Recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Europa Universalis 4. Und zwar ist es die Folge Nummer 8. Ja, recht herzlich willkommen. Ja, falls mal zwischendurch der Ton ausfällt, ich bin immer noch erkältet. Könnte sein, dass ich mal abschalte, damit ich euch das Gehuste nicht antun muss. Ich will hoffen, dass ich das immer schaffe. Ja, jetzt sind wir drin erstmal. Was wollen wir machen? Wir haben letztes Mal unseren Diplomaten woanders hingeschickt. Ich glaube, da machen wir mal die Karte ein bisschen anders, dann sehen wir das besser. Dann haben wir nicht nach... Ich habe Gascogne letztes Mal gesagt, ne? Wir nach Armagnac haben wir die, glaube ich, geschickt, ne? Also das war doch schon woanders, glaube ich, ne? Jetzt sag mir mal, irgendwo konnte man ja reinscrollen. Wo war das denn noch? Hier unten irgendwo. Da ist der Plus. So, dann sehen wir das auch besser. Also den mal hier hingeschickt. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt schon da ist. Marc de la Barthe. Wenn wir den da anklicken, dann sehen wir, der ist in Orléans, das hatten wir, und der andere müsste dann da unten sein, dann passt's ja auch. Okay, die sind da am Arbeiten, oder sollten das auf jeden Fall tun. Die Bündnis, Beziehungsaktionen sollten sich verbessern. Beziehungs, ja, steht da auch noch. Nehmen wir gerade den zweiten nochmal ins Boot, das war ja der zweite, ne, da sollte das genauso sein, steht auch noch da. Also unsere Beziehungen werden da jetzt gerade besser, das ist auch gut so. Ja, unsere Händler, das ist auch noch so eine Geschichte. Der eine haben wir ins Rheinland geschickt, wo total der Krieg wohl gerade ist. Dafür müssen wir aber gerade mal hier so eine Wirtschaftskarte, Handelskarte haben, damit wir ein bisschen mehr davon haben, ne? So, und dann müssen wir mal gucken, wo denn für uns optimaler ist, den hinzuschicken. Ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, aber der eine ist in Genua, das ist ja hier unten, ist das hier? Ja. Der führt jetzt zu uns was ab. Und das ist 0,6. Hört sich doch ganz gut an, oder? Aber gibt es bestimmt noch Besseres, oder? Was ist denn hier unten? Hatten wir auch noch so Handelsposten, oder nicht? Ne, hier ist gar keiner. Ich dachte, da unten wäre noch einer. 21,3 ist unser aktueller Handelseinfluss. 4% nur. So können wir hier unten jetzt sehen, ne? Eingänge 3,15 lokal. Oh. Also Rheinland. Was haben wir? Champagner haben wir hier. 5,7. Rheinland war hier. 6,0. Und ich glaube, wir schicken den einen mal hier, den 03er. Den schicken wir mal nach Antwerpen, oder? Kann man das irgendwie so? Ich weiß jetzt gar nicht, wie das geht. Ja, den. Und zwar den. Der kommt jetzt in 4 Tagen an und dann sollte das vielleicht besser sein. 0,6 hatten wir, 0,3 hatten wir gerade. Und wir hoffen, dass wir da ein bisschen mehr abschöpfen können. Warte mal, hier Rheinland war 6 und das müsste ja fast das Doppelte werden. Also auch 0,6 oder hat das da keinen Einfluss drauf? Hier ist 8,6. Müssen wir mal gucken. Das ist jetzt der Ärmelkanal. Gehört das zum Ärmelkanal? Ne, Champagner. Achso, wir waren ja auch hier oben. Champagner, Ärmelkanal. Wo ist denn das, wo der dann abschöpft? Gute Frage, ne? Jetzt muss ich wieder zurück. Das ist Ärmelkanal. Ist der jetzt schon angekommen? Ja, ist er wohl. Nee, doch nicht, das ist er ja. Ah, kann er auch nicht ankommen, ne, wenn wir die Pause noch drin haben. Können wir lange warten. So, jetzt läuft's auch weiter. Okay, alle unsere Regionen sind ziemlich viel hier. Wahrscheinlich hier drin, ne? In Bordeaux. Da können wir den Handel abschöpfen und wahrscheinlich ist das für uns hier am besten, weil am meisten von uns da einfließt, oder? Kann das sein? Hm.
Der sammelt noch. Interessant. Hier sind noch ein paar Sachen. Militärbündnis. Was haben wir denn hier oben noch? Ah ja, die Waffenruhe endet. In 7 Jahren. Dauert noch was. Umkämpfte Nachfolge ist auch klar. Ja, dies mit den diplomatischen Beziehungen, da müssten wir eigentlich auch was ändern, aber was? Was ist das denn jetzt hier? Spannung an der Grenze von Narbonne. Aragon erhält einen Anspruch auf Narbonne. Aragon war doch hier so ein kleines Flecklein, oder? Aragon? Nee. Hier, da ist es. Wo ist Narbonne? Gute Frage, ne? Tja. Können wir sowieso nichts dran ändern. Ich weiß aber nicht, wo Narbonne ist. Können wir das hier irgendwo sehen? Aragon. Ist wahrscheinlich nichts von uns schon mal. Gut. Ah, Ärmelkanal sammelt 0,57. Das ist ja schon mal positiv im Laufen. Genua wird auch mehr. Ist aber besser wie 0,3. So. Zeit läuft noch. Das ist auch prima. Der Umschlagplatz wurde noch nicht entdeckt. Den kennen wir. Oh, da kann man durch ganz viele durchmachen. Mhm. Okay. Das lassen wir mal so. Giron-Mündung. Gut. Religionskarte brauchen wir nicht. Diplomatiekarte. Das ist auch noch eine interessante Karte, ne? Können wir hier ein klein bisschen rauszoomen oder ist es gleich ganz, ist gleich ziemlich viel rausgezoomt? Ja. Wie ist der Stand der Dinge hier jetzt? Orléans. Wer ist denn jetzt von den beiden wo? Der ist da unten und der ist in Orléans. Ja, das ist jetzt nichts, was wir machen sollten. Zugangsaktion ist klar. Brauchen wir nicht mehr drüber reden. Einflussaktion haben wir. Wo ist denn... Annexion fordern. Muss der eine Meinung von uns haben, die 190 ist. So. Das heißt, uns fehlt dann noch ein bisschen, oder? Die orléanische Meinung von Frankreich ist 151. Wir brauchten 190. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen was tun. Aber da sind wir ja dran am Arbeiten. Und wie ist es hier unten, wo unser Zweiter sitzt? Armagnac. Ein bisschen höher, ne? Oder? Ja. Da ist die Annexion auch 190. Da sind wir aber erst bei 112. Da müssen wir noch ganz viel tun. Ja, okay. Gut, dann werden wir da noch weiter dran arbeiten müssen. Speichert gerade ab. 1451 haben wir. Was können wir sonst noch machen? Okay, wir haben hier drei Leute natürlich, die uns hier was bringen, aber ob wir das
am Anfang richtig gemacht haben, ist die nächste Frage. Wir können es uns ja finanziell sogar leisten, ne? Was hatten wir hier noch? Achso, unsere Truppen. Ja. Die gucken. Achso, da wird so lange dauern, noch welche herzustellen. 7 von 13. Vielleicht sollten wir da noch welche bauen, wa? Was ist das? Handelsmöglichkeiten zu sichern, das ist ja auch was wir brauchen, ne? Das sind die, die wir haben, oder wie war das? Nee, wo steht das denn? Wir haben 7 Einheiten. 0 Einheiten, 0 Einheiten. Ah, wir haben nur Koggen. Ah, ich glaube, wir sollten vielleicht noch ein Großschiff brauchen wir nicht. Leichtes Schiff. Die brauchen wir zur Handelssicherung. Ja, das sollten wir tun, dass wir da welche dabei machen. Ja. In jedem Land, was geht, bauen wir mal noch einen dazu, oder? Ist nur die Frage, ob wir uns das leisten können auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es ja so, dass wir definitiv durch die auch mehr Handelseinkommen haben, denke ich. Aber ob sich das rechnet, weiß ich nicht. Das müssen wir dann sehen. 6,29 ist der monatliche Saldo. Werden wir dann sehen, oder? Ja. Ile de France, ich wollte unser Gesamtkater eigentlich eher haben. Bilanz 6,29. Das hatten wir schon alles. Ah, da kann man so viele Sachen noch machen hier. Gar nicht mal so einfach, ne? Geht's hier noch irgendwie? Ich glaube nicht. Das müssen wir erst wieder abwarten, ne? Wir sind 20% voraus. Okay. Können wir das schon oder vertue ich mich da jetzt? Sieben müssen wir da haben. Aber es ist ja blau, eigentlich müsste es doch funktionieren, oder? Tja. Anpassungsfähigkeit, Söldnervergünstigung. Buchhaltung hört sich gut an, ne? Sind hier Botschaften im Ausland? Globaler Handelseinfluss plus 10, das ist ja auch nicht schlecht, ne? Die Handelsideen sind vielleicht nicht das Schlechteste, um Geld zu kriegen. Ja. Aber gehen tut das noch nicht. Sonst wäre das ja jetzt schon möglich. Funktioniert also noch nicht. Gut. Haben wir auf jeden Fall schon wieder. Wie viele Punkte sind das hier? Ohne
474 haben wir. 400 habt derzeit. Okay. Muss es hier mehr werden. 8. Gut, das muss also noch langsam steigen. Jeden Monat. Diplomatische Macht, da können wir noch was machen. Aber ich sehe gerade, für die Folge soll es erst wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss.